So, Energieschild. Und let's go. Wir gehen erstmal wieder hier runter, ne? Da sind auch die Pilze respawn. Das ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass wir lange genug gewartet haben. Obwohl ich glaube, Ressourcen respawnen schneller als Viechers, ne? Da hinten läuft was. Das sieht aus wie ein Asquin. Ich gehe mal hin. Es kann aber auch immer ein Stein sein. Doch, es ist einer. Aber leider ohne Sterne. So, dann mach ich schon mal platt. Hey! So, ich gehe mal hier oben rauf. Ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Den Stein musst du dafür nicht verprügeln. Und da kriegst du mal von allen Seiten auf den Latz. Und noch ein Hit. Auf Wiedersehen. Ja, mit deinem Stuff. Die Steine schmeiß ich mal weg. Die brauche ich nicht. Und was war das für einer? Ja gut, der kann hinter mir herlaufen. Da sind Asquins. Einer brennt. So, komm mal her hier. So. Da ist der immer noch. Da mache ich dich mal hier mit platt. Der sieht größer aus. Der hat aber keine Sterne. Schade. Sofort tot. Hervorragend. Dein Loot will ich ebenfalls. Und die Pilze hier nehme ich auch immer schön mit. Was war das denn? Ah, noch ein Asquin. Gut, dann gehe ich mal kurz in Sicherheit. Wurzeln. Shit, der hat mich getroffen. Nein, 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 nein. Du triffst mich nicht. So, Energieschild. Und dann kommen wir hier zu den Wurzeln. Oh, es wird schon wieder sehr dunkel. Schade. Aber gut. Immerhin konnten wir eben gerade ein bisschen was sehen. Und jetzt verprügelt den mal bitte. So. Ja, mit deinem Loot. Dann Stein weg. Und jetzt sieht man gar nichts mehr. Schade. Ich gehe mal kurz ein Stück hier hin. In der Hoffnung, dass hier noch Asquins sind. Ich gucke nach sich bewegenden Silhouetten. Ich sehe aber nichts. Gut, dann gehen wir mal da hin. Achso, so einer ist es. Dann gehen wir gleich mal nach da hinten und wo wir schon mal ein 2-Sterne-Aspin gefunden hatten. Und hoffen, dass wir da einen finden. Da so lang. Hier liegt überall Stuff rum. Ja, hier ist allmählich alles weggeruppt, ne? Hier ist Straußenfaden und Pilz, das nehme ich auch mit. Einfach, weil wir es natürlich brauchen. Wobei ich die eigentlich auch am Tag sammeln könnte, ne? Also wenn es morgens geworden ist. Ich sollte jetzt eigentlich keine Zeit damit vertrödeln. Ja, mache ich auch. Das heißt, wir gucken mal hier hinten nach weiteren Aspins. Komm schon. Weil allmählich könnte es nämlich auch sein, dass der Tag, die Nacht wieder zu weit fortgeschritten ist. Ich weiß es nicht. Viechers. Aber keine Aspins. Nee, ich gehe mal nach hier hinten. Ja, eventuell ein paar Wurzeln. Die können sich dann schon mal ein bisschen um sie kümmern, wenn die zu nah kommen. Oh, nicht gut ausgeruht. Stimmt. Auch das vergesse ich jedes Mal, wenn wir auf Asquin-Jagd gehen. Weil wir ja normalerweise schlafen gehen und dann wieder gut ausgeruht sind. Aber irgendwie sind hier wieder keine Viechers. Wow, das Lava. Vorsicht. Da sind ein paar Untote. So. So, der ist schon mal down. Was war das? War das gerade ein Asphin-Geräusch? Nee, gut. Ja. Da ist ein Morgan. Der wird uns nicht in Ruhe... Wow! Okay, okay. Oh, Gott sei Dank ist der Morgan gerade stunned. Hui! Das war gerade schon wieder dangerous. Ich könnte auch Magie-Zeugs trinken, weil wir nicht gut ausgeruht sind. Ich gehe mal hier auf den Stein. Ach, kann ich nicht. Ausdauer. 7. Und 8. Und weggerollt.
Aua, 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 oh, 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 oh. Hui! Energieschild. Oh, 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 gut ausruhen. Wir hätten uns gut ausruhen sollen, glaube ich. Wo ist der Morgan? Ich habe Angst. Der müsste uns eigentlich noch verfolgen. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier auf den Sicherheitsstein. Wo ist er denn? Ah, da. Ja, kommt mal her hier. Hier bin ich. Da ist er. So, dann prügelt mal drauf los. Ich gehe mal noch eine Stufe hoch. Ich habe schon ein bisschen Angst vor dem. So, haut drauf. Oh, ich dachte schon, der ist in die Grube gefallen. Aber gut. So. Du kriegst Frost ab. Bis du stirbst. Und du ebenfalls. So. Dann natürlich deinen Loot. Da schmeiß ich Stein weg. Und Federn weg. Und hier nochmal solchen Stein, den brauche ich auch nicht. Gut. Ja, und ich glaube, die Nacht ist allmählich zu weit fortgeschritten. Dennoch sollten wir die Askwinds wieder killen, die hier jetzt rumrennen. Ne? Damit, wie ich meine, wenn wir hier wiederkommen, eventuell welche mit zwei Sternen spawnen. Zwei Sternen spawnen. So. Tschüss. Und piu. Auf Wiedersehen. Gut. Aber irgendwie ist hier nichts. Ist es da? Ist das ein Nest? Ja. Was? Oh, ein Askwin. Aua, 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 aua. Ich laufe im Kreis. So. Dann kann er mir nämlich nichts. Dann kann ich in Ruhe Ausdauer aufladen. So. Jetzt habe ich natürlich Angst, dass ein zweiter Feind kommt. Ich hoffe einfach, dass... Oh, da kommt ein zweiter Feind. Egal, den Askwin muss ich jetzt erstmal clearen. So. Und es ist morgens. Oh, da kommt ein Bogenschütze. Ich hau mal ab. Zu unserer Base zurück. Also hier lang. Und hier lang. Da sind noch Pilze, die nehme ich auch mit. Und ich mache mir mal mein Energieschild neu. Einfach aus Sicherheitsgründen. So. Ja, das ist natürlich immer doof. Selbst wenn es... Also, stimmt, ich habe auch eben gerade meine Kapuze gar nicht aufgehabt. Das war schon wieder sehr gewagt. Aber wir haben es ja geschafft. Wenn es nachts ist, dass man so gut wie nichts erkennt. Ich wüsste aber auch nicht, was wir dagegen machen sollen. Weil wenn wir zum Beispiel Lichter verteilen, dann kann es sein, dass dann nichts mehr spawnt, ne? Kein Plan. So, hier haben wir noch ein bisschen Straußen fahren. Hör damit. Und dann gehen wir wieder in unsere Base zurück. Dann bauen wir ein bisschen weiter, wa? Ist ja doch gerade sehr effektiv. Schon wieder diese Aufnahme. Das freut mich natürlich. So, hier aufpassen, dass wir nicht wieder runterglitschen. Perfekt. So. Ja. Naja. Ausbeute ist okay. Ich würde sagen, zurück. So. Und dann schmeißen wir erstmal den Loot hier runter. Passen auf, dass wir nicht ins Loch fallen. Wir sind ja noch nicht fertig mit Bauen. Also, runter. So. Weg damit. Und dann gehen wir uns mal kurz ausruhen. Also, theoretisch reicht es, glaube ich, wenn wir hier sitzen. Ja. Ja, ich glaube, das reicht. Komm, wir setzen uns mal kurz. Ah. Ja, ist natürlich draußen Dreckswetter. Umso angenehmer finde ich es, dass wir hier gerade drinnen chillen, muss ich ehrlich sagen. Plusti und Zapfi. Ach so, nee. Da, wir haben zwei Plustis. Sag mal, du hättest doch um mich rumgehen können. Weißt du? So ein Dickkopf, ne? Na gut. Dann bauen wir mal weiter. Ach ja, genau. Wir müssen die Harpune wieder anbringen. Also müssen wir nicht, aber will ich. So. Dann den Hammer hier hin.
Und die Ressourcen lagen unten, also nichts wie hin. Wir brauchen Holz und Teer. Das Ascheholz schmeiße ich mal wieder hier hin. So. Stimmt, das hier hatten wir gerade ersetzt, ne? Dann mache ich hier mal weiter. Ja, das habe ich das natürlich unkoordiniert gemacht. Wir müssen also gucken, welche wir schon verändert haben. Hier sind schon alle. Hier auch. Ich dachte mir gerade, hä, ist hier in Asphien gestorben? Hier. So. Und weitergemacht. Dann mache ich mal so. Ich scroll mal ran. So. Dann hier ist wieder der halbe. Also auch nicht so. Und so. Stimmt, so geht's auch. Muss ich gar nicht drehen. Ah ja. Hier können wir den und den ändern. Da muss ich doch wieder drehen. Aber wir haben. So. Ja. Ja, das geht. Ja, und nur hier, ne? Ist dann Ascheholz, aber das sieht man gar so gut wie kaum. Gut. Hervorragend. So, und hier müssen wir die ganze Reihe ersetzen. Halt, da nehme ich diesen. So. Hier gegen. An den. So. Und den muss ich doch dann, glaube ich, an den machen, damit die schön gleich hoch sind. Ja. Sehr gut. Oh, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Aber an dem kann ich jetzt nicht anbappen, oder? Ich müsste an den anbappen. Ist das richtig? Das ist falsch. Aber so ist richtig, glaube ich, ne? Oder ist jetzt zu hoch? Nee. Das muss so. Dann mache ich den weg. Und hier dran. In der Hoffnung, dass es passt. Ja. Sehr gut. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Halt. So rum. Hier dran. Da dran. Oh, Thea. Kein Problem. Das haben wir en masse. Ich hoffe auch, dass es für alle reicht. Oh, stimmt. So viel zu dem Thema. Dann müssen wir stattdessen Teer sammeln gehen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich gehe lieber Teer sammeln als Ascheholz. Weil einfach die Feinde deutlich leichter sind. Was heißt deutlich leichter? Die sind immer noch schwer. Aber im Vergleich sind sie schon leichter. Gut. So, dann haben wir das hier durch, ne? Ja. Was habe ich denn hier gebaut? Geil. So. Stimmt, ne? Kann man mit diesen, mit der Physik-Engine so Mikado spielen? Ja, doch. Mit diesen Schnörkelungen, das sieht gar nicht schlecht aus. Jetzt, wo wir es gemacht haben. Und wie viel Ausbeute haben wir? Oh! Alles klar. Moment mal. Ascheholz. Wenn ich das nochmal hier mache. So, so und so. Dann hier, hier und hier. Und hier jeweils ein Zehner. So. Und so. Dann haben wir noch 1, 2, 3. Rüstkammer. Mache ich das bis ganz nach oben? Weil das hier wäre Rüstkammer, Schlafraum, Lagerraum. Und dann ganz oben. Aber im Lagerraum würde ich es eigentlich nicht machen wollen. Das heißt, ich glaube, wir haben genug Ascheholz. Ich würde das hochziehen bis zum Dingens. Ja, das sieht doof aus, ne? Aber ich kann es ja anders nicht machen. Ja, was soll's. Hauptsache, es sieht von oben geil aus. Gut, dann gehe ich mal nach oben und wir schauen mal fix. Weil wir hatten hier die alles, was wir fürs Ascheholz brauchen, schon abgehakt. Ne, jo, gut. Das heißt, wir können hier mit Holz und Teer weiterbauen. Dann mache ich das auch mal. Ist das doch die richtige Höhe? Hätte ich die ganze Zeit die Höhe nehmen können? Ja, ne? Oh, ach so. Ich dachte, ich hatte die versetzt. Hatte ich ja gar nicht. Gut, so. Halt, der ist falsch. Der ist richtig. Ja, dann geht's ja noch schneller. Ja, obwohl, jetzt wo ich gerade sehe, welche Anknüpfpunkte der sich immer sucht.
kann das auch Arbeit sein. Aber gut. So. Dann hier dran. So. Einen halben. Also der muss wieder überlappen. So. Ja doch, das geht ja. Oh, Gott sei Dank. So. So. Und den halben. Holz. Komme ich durch? Jo. Dann hör damit. Eins, zwei. Und Teer nehme ich auch gleich noch einen Batzen mit. Und weißt du was? Ich glaube, wir brauchen immer ein bisschen mehr Holz als Teer. Dann nehme ich mal so die Hälfte weg. Nochmal. So, passt. Sehr gut. Ach. Stimmt. Ich wollte außerdem noch Harz holen. Weil wir da ja Ewigkeiten. Und die Beeren auch angucken. Ich mache das mal eben, damit das weiterläuft. So. Hör damit. Hör damit. Und damit ebenfalls. Und nichts wie weg hier. Sehr gut. Dann hier rüber. Vorsichtig nicht runterfallen. Und das schmeiße ich mal ins Lootloch. Sehr gut. Sehr gut. Dann hier lang. Stört ja auch nicht, wenn wir hier hochgehen, ne? Nee. Oh, das sieht sogar richtig edel aus jetzt. So, mit dieser Kante da. Ja, ja. Schick, schick. So. Dann hier dran. Dann so. Ja, das ist alles richtig. Dann hier so und... Nee, der ist falsch. Halt! Stimmt. Hier sind die Anknüpfpunkte anders, ne? Warte mal. Ich muss von hier bauen. Das ist nämlich richtig. Das heißt, so und die vorher waren falsch, ne? Warte mal. Dreh dich mal bitte, damit das Licht nach da guckt. Ja, das war falsch. Muss ich doch, glaube ich, wieder an die anknüpfen. So. Und... Warte mal. Der muss überlappen. Weil hier ist die Hälfte. Also ist der... Hier dran, ne? Ach so. Stimmt, an den kann ich mich ja auch orientieren. So. Dann hier. Und hier. Sehr gut. Ja, das sieht sauber aus. Dann hier weitergebaut. So und... So. Ja, das ist richtig. Dann hier doppelt. So. Hier. Und da. Dran und ist das richtig? Ja, ne? Ja, ist richtig. So geht er. So will er nicht. Na komm. Stimmt, ich kann wieder an den machen. Dann ist es definitiv richtig. Ja, nicht definitiv, aber mit höherer Wahrscheinlichkeit. Ist der schief? Ne, der ist richtig. Gut. Dann hier, zack. So und halb. So. Perfekt. So, ja. Hervorragend. Und so. Und das war's, ne? Ah, ne, hier noch. Hätte ich wohl gern. Gut. So, und hier, und da, und nochmal gedreht. So. Oh, der ist schief. Der kommt hier dran. So, und hier dran. So. Ja, das sieht gut aus. Ich kontrolliere nochmal alles, aber das ist richtig so. Ja. Und dann müssen wir nichts anderes machen als... Hier noch die Bretter dran. Stimmt. Und weil hier die Treppen sind,
Es ist sogar egal, in welcher Höhe. Also an der Stelle hier ist es zumindest egal. Dann mache ich mal... So und... Hier dran. Keine Ahnung. Wobei es jetzt überlappt, glaube ich. Sieht man aber nicht. Hier sieht man es, dass es so zittert. Aber da nicht. Gut. Dann hier nochmal. So gedreht. Ach ja. Das könnte jetzt natürlich friemlich sein. Da sieht man, dass es überragt. Das heißt, ich muss hier doch mit denen bauen. Aber ist ja eigentlich auch halb so wild. So. So und einen dritten. Und schon klar, da ist immer noch eine Lücke. Aber die füllen wir jetzt von der Seite. Shift und so gegen... Na komm. Millimeterarbeit natürlich. Da Vase. Da ist das Brett. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So. Jo, perfekt. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann das Brett hier. Drain. Und das mache ich wieder so, ne? Einen hier gegen und einen da. Da sieht das, glaube ich, von unten noch besser aus. Und hier nochmal. Allerdings muss ich hier jetzt leider wieder verschoben machen. Also so leicht nach unten. Und theoretisch eigentlich auch da dran, aber hier mache ich einfach so. An den hier. Ecke 1, Ecke 2. Ecke 3 ist richtig. An den. So. Ne? Und so sieht ihr das dann aus. Voll geil. Und wenn wir jetzt von unten nach oben gucken. Hat was. Also wenn wir jetzt ganz unten stehen, können wir jetzt bis zum Portalraum nach oben sehen. Man sieht kaum was, ne? Aber gut. Was soll's. Ich glaube, ich schmeiß noch eine Fuhre Flachs an. Auch wenn ich immer sage, das war jetzt die letzte. Wir haben ja in der Stoffkiste gesehen, ein bisschen Platz ist noch. Und außerdem gucke ich mal auch, ob die Metfässer jetzt vielleicht durch sind. Fertig und fertig. Gut. Dann reiße ich sie jetzt endlich mal ab. Kann ich die dann hier noch hinstellen? Ich glaube ja, ne? Warte mal, wenn ich das abreiße. Ja, passt trotzdem noch hin. Damit. Dann eines hier. So. Und eines dort. Nee, die sollen schon parallel sein. Also symmetrisch sein. Machen wir so. Warum passt denn das da nicht? So vielleicht. Ich mach mal, dass der Hahn an der Ecke ist. Oder so, ne? 45 Grad. Zack. Und 45 Grad an die Ecke. So. Halt. Das ist ein bisschen schief. Man sieht, dass die Ecke schon ein bisschen reinragt. So, ne? Ich guck mal, die Hähne müssen genau gleich sein. So. Dann sieht das so aus, als ob der, wenn die fertig sind, das hier reinlaufen würde. Obwohl es ein bisschen absurd ist, weil das sind ja die Mischungen eigentlich nur. Perfekt. Gut. Und die Schrift, ne, die schwebt zwar nicht drüber, aber sie ist ja in der Kiste. Also bei den kleinen Kisten würde ich das auch so lassen, ne? Sehr gut. Hätten wir das auch. Dann kann ich das auch mal streichen. Metfässer neu. Und Fußböden sind wir ja gerade dabei. Da würde ich auch tatsächlich jetzt direkt weitermachen. Oder? Direkt nächstes Stockwerk. Weil ich finde das voll geil. Bin ich ehrlich. Wie viel Teer haben wir jetzt verbraten? Boah. Ja, damit sein Teer scheitern, ne? To farm Teer, schreibe ich mir mal auf. Shit. Gut, aber so ist das nun mal. Ja, komm hier, Alter, da schmeiße ich das mal ein bisschen weiter so rein. Und Stoffe kann ich hier gleich einsortieren. Rein damit. Gut, dann würde ich sagen, wir packen mal Holz rein, nehmen uns nochmal Ascheholz mit. Ich habe das ja jetzt genau abgezählt.
Da bin ich gespannt, wenn wir alles mitnehmen, ob das genau passt. Der Met. Und hier rein. Und davon außerdem auch 5 so. Und hier kann ich noch... Halt! Oh, wir haben gar keinen Magie-Met mehr. Dann packe ich den mal hier hin, damit ich den nicht aus Versehen trinke. Oh, es wird gerade dunkel. Es ist so dunkel, dass wir auch... Ja, die Sonne ist schon untergegangen. Eben gehe ich mal kurz pennen. Denn dann ist wieder hellichter Tag. Und dann kümmern wir uns mal um die Rüstkammer, oder? Machen da den Boden weiter. Warte mal, ist hier eine Lücke? Habe ich hier gerade eine Lücke gesehen? Da? Nee. Das hier, ne? Sieht ein bisschen aus, als ob das nicht ganz dran ist. Ich glaube aber, das ist richtig so. Gut. Wie dem auch sei, gute Nacht. So. Guten Morgen und dann laufen wir direkt runter und reißen mal in der Rüstkammer alles auf, wa? Und da machen wir das mal genauso, dass ich mal, da hoffe ich auch wirklich, dass das alles passt. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht vorher irgendwie getestet oder so. Ich nehme mal den Hammer und wir sind genau hier bei der Hälfte. Den weg und den. Ja, da ist schon mal eine Lücke, das ist schon mal sehr gut. Dann hier ist hier die Hälfte. Den weg und den. Ja, und jetzt wird es brenzlig, weil hier sind die ganzen Dinger, die ich wette, die müssen wir verschieben. Oh, ja, da ragt es ein bisschen raus, ne? Ey, aber ganz ehrlich, das passt ja. Das ist ja okay. Ich meine, dieses Einkrachgeräusch. Also es klingt wie ein Einkrachgeräusch. Es ist aber nur unsere Dingens. Was ist denn? Unser Webstuhl. Gut. Und dann schauen wir mal. Oh ja, doch. Das passt. Das passt. Ja. So. Hier bei der Ecke wird es schwierig. Da können wir dann mal gucken. Aber erstmal mache ich die hier weg. Und hier ist es genau die richtige Kurve, ne? Ist ja voll geil. So. Ja, hier wird's knapp. Aber machbar. Das ist noch machbar. Ja, komm. Alles weg. So, und hier lang. So. Und natürlich... Da. Und so. Dann können wir die Ecke wegballern. Da auch. Auch wenn es dann hier überschneidet. Ist schon okay. Das. Und natürlich den hier. Auch da wird es brenzlig. Aber das kriegen wir hin. Gut. Dann mache ich mal... Warte mal. Bauen. Das hier. Wir haben ja sämtliches Ascheholz genau abgezählt, ne? Das müsste jetzt theoretisch genau stimmen. Ich guck mal. So. Hier. Dann noch ein weiter. Die baue ich schon mal überall, ne? Haben wir die schon mal abgehakt. So. Und noch ein. Dann hier. So. Ich könnte so machen. Und dann nehme ich mir Arbeit ab. Ah ja, hier überlappen. Stimmt, habe ich die hier überlappend gemacht? Habe ich nicht, ne? Doch, gut. Das heißt, der ist noch so. Der kommt dann so. Dann hier dran. Und hier dran. Hier weitergemacht. So. So. Drain. Zack, überlappend, zack. Hier ran und da. Dann so. Ja, ich glaube, das wird richtig geil aussehen. Oh, Gott sei Dank passt das auch so. Ich sehe es ja schon kaum im Schlafzimmer, ne? Zum Beispiel die Teppiche und so. Die werden wir neu machen müssen, aber das ist ja nun wirklich nicht schlimm. Gut, dann hier dran. So, und hier. Warte mal, wenn ich auf Auto lasse, bappt der, glaube ich, immer richtig. Also, da dran.
Nee. So. Das ist der falsche. Der ist richtig. Hier wird's friemelig. Ich scroll mal ran. An den da bitte. Und dann muss ich doch wieder die Ecke wählen, ne? Hm. Gut. So sei es. Und stimmt, das kann ich auch gleich hier machen. Nehme ich mir Arbeit ab. Weil der muss ja so und... So. Ja. Dann mache ich die schon mal jeweils in die richtigen Ecken. Hier dran. Drain. Wird schon wieder laggy. Keine Ahnung warum. Aber was soll's. Da müssen wir uns jetzt mit abfinden. Dann hier dran. Und wenn ich so mache, geht nicht, ne? Ja. Gut. So, und... Warte mal, ist der... Nee, so ist richtig. So. Bilde ich hier sogar so einen richtigen Kreis. Voll geil. Cool. Sehr gut. Dann noch den da dran. Und entsprechend hier. Dann Ecke 2, Ecke 3. Ja, ist eigentlich egal, wie rum ich das mache. An den. So, und das wird jetzt friemelig. Das müsste an den. Ja, das ist richtig. So. Und wir haben exakt kein Ascheholz mehr. Ja, unsere Berechnungen stimmen also. Aber das ändert nichts daran, dass wir kein Teer haben, ne? Nein! Ja gut, was soll's. Teer besorgen wir dann einfach irgendwie. Kriegen wir schon hin. Und ich gönne mir mal ein Ausdauerfood. Oh oh, müssen wir auch nachkochen. Genauso wie schon wieder das Grüngemüse. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, theoretisch können wir dieses Magiefood hier durch Besseres ersetzen. Durch diese, was war das noch? Ich habe vergessen, wie es heißt. Es war Pilzshake, ne? Glaube ich, hieß der? Ja, ich glaube, der Pilzshake war es. Weil das ist ja ein besseres Magiefood. So, ich nehme ihn mal raus und hoffe, wir kommen damit so weit, wie es geht. Hä? Ich hoffe, wir kommen damit so weit, wie es geht. Der Satz macht überhaupt gar keinen Sinn. Und wir machen damit dann so weit, wie es geht. Gut. So, verdammt. Ach so, ich muss nur zwei wegpacken. Sehr gut.